Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Soul Mask. Ja, im letzten Part habe ich euch ja gezeigt, wie das so mit dem Leuchtfeuer ist und wie man sich Stammesmitglieder rekrutiert. Ich habe euch dann auch nach Namensvorschlägen für die drei Mädels gefragt und die werden wir jetzt zuallererst mal auslosen. Aber wir starten natürlich in dem Part und dann fangen wir an, das Glücksrad zu drehen, das Namensrad zu drehen. Also Leute, viel Spaß und let's go! Ja, meine Lieben, wie ihr hört und seht, blitzt und donnert ist ganz schön gewaltig hier bei uns im Spiel. Ist natürlich gerade wirklich ungemütlich und wir haben es auch immer noch Nacht. Was ich euch gerne zeigen möchte, ich habe ja im letzten Part hier das Haus gebaut und eben hier auch den kleinen Unterstand fürs Leuchtfeuer. Ist also super geschützt vom Regen, wie ihr seht. Und was ich dann im Off gemacht habe, ich habe die ganzen Werkbänke aus der Lagerfeuerkategorie gebaut. Ich dachte mir, irgendwie passt es ganz gut, denn hier wäre der Platz ja sowieso irgendwie verloren und dann kann man halt drin sich schön um die Einrichtung kümmern, wenn es dann mal soweit ist. Ja, wir haben hier jetzt den Schleifer, hier ist der Schlachtertisch und so weiter. Schreibt mir doch in die Kommentare, wenn ihr möchtet, dass ich diese einzelnen Tische mal genauer vorstelle, dann mache ich das natürlich selbstverständlich auch. Und wir kommen zurück zu den Namen, die wir jetzt auslosen. Hier habe ich jetzt alle Namensvorschläge aufgeschrieben, die so genannt wurden. Zwei habe ich weggelassen, aus gutem Grund, aber die Leute, die wissen schon, welche Namen ich damit gemeint habe. Wir drehen jetzt und zwar das erste Mal. Und es wird Sarah. Dann drehen wir ein zweites Mal für Nata. Und ein allerletztes Mal. Und es wird Dori. Sehr schön, dann haben wir jetzt unsere drei Namen für die Mädels ausgelost. Ich danke euch vielmals für die ganzen Vorschläge und wir schauen zurück ins Spiel. Ja super, dann haben wir jetzt unsere drei Namen feststehen. Wir gehen zu ihr und werden sie umbenennen. Sie wird unsere Sarah bestätigen. Dann bist du dran, meine Süße. Und zwar wirst du heißen Nata. Und unsere letzte wird die gute Dori sein. Die Dori sitzt natürlich drin bei dem Wetter. Hätte ich aber wahrscheinlich genauso gemacht. So, Dori. Sehr schön. Dann danke euch nochmal für die Namen. Ich finde sie alle drei cool. Passen auch super dazu. Genau, hier habe ich noch den Kochherd platziert und was ich auch noch gefunden habe, als ich so ein bisschen durch die Gegend gestreunert bin, ist Mais-Saatgut und Kartoffeln. Und was kann ich euch noch sagen? Das Einzige, was ich glaube ich noch nicht gebaut habe, eine Fischfalle habe ich auch schon platziert, da müssen wir auf jeden Fall mal hinschauen, ist Ackerland. Ackerland habe ich noch nicht gebaut, dafür brauche ich so viel Lehm. Und ich frage mich, wo ich Lehm herbekomme, wenn nicht aus den Kisten von den jeweiligen Lagern. Ich bin da halt immer rumgelaufen und habe die abgegrast, bis ich dann genug Lehm zusammen hatte, um eben das andere Zeug hier zu bauen. Genau, also das fehlt uns noch. Und ich würde tatsächlich gerne mal einen Hühnerstall machen. Dafür müssen wir aber zuerst einmal eine Falle machen, um uns eben, wartet mal, was bauen zu können. Kleine Falle, Bauwerkstatt. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe halt die hier. Aber da kann ich keine Falle machen, oder? Fischfalle, kleine Falle. Nee, ich brauche die Bauwerkstatt. Aber Leute, was kostet denn die Bauwerkstatt? Auch 20 Lehm. Ja gut, das ist natürlich doof, weil ich den gerade nicht habe. Ich habe gerade mal 4 Lehm. Okay, dann würde ich sagen, dass ich den Lehm jetzt kurz farmen gehe, damit wir uns das machen können. Und dann würde ich mal sagen, habe ich jetzt hier noch Holz drin? Ja. Wer ist denn gerade hier? Sarah. Ich möchte gerne dir kurz eine Arbeit zuteilen. Und zwar Schreinertisch, Holzplatte. Menge unbegrenzt. Arbeit speichern. Hoffentlich geht sie da jetzt hin und macht mir die Holzplatten.
Aber ich denke schon. Genau, was hat sich denn noch so getan? Ihr seht schon, ich habe mir zwei Schwerter gecraftet und auch die Bestienknochenwerkzeuge schon mal. Jetzt gehe ich schnell los, um eben den Lehm zusammenzufarmen. Dann können wir uns nämlich eine Tierfalle bauen und vielleicht auch schon das ein oder andere Tier heute züchten. Hey, so haben wir Pfennig gewettet. Hey, warte mal, was habe ich denn da schon wieder für einen weißen Rahmen gehabt? Ja, bleib halt da. Sage mal, das war aber knapp. Eigentlich kann ich das schon besser. Naja, macht nix. Dann einmal zur Kiste. Was haben sie denn drinne? Ja, fünf Lehm, Suppe, Nüsse und so weiter. Das ist übrigens eine sehr gute Quelle für Essen. Haut einfach die Leute aus dem Lager um und geht in die Kiste, denn hier findet ihr übelst viele Bandagen. Wie ihr seht, habe ich ja schon 72 jetzt gefunden. Muss mir in dem Sinn dann auch keine selber herstellen. Dann werden wir natürlich jetzt auch noch mal schnell was essen. Und was ich ja auch im letzten Part gesagt habe, ist die Tatsache, dass ich ja diese markierten Camps hier immer gesehen habe. Und das kann man ausblenden, hier oben links. Wenn ihr das auf grün setzt, dann seht ihr alles. Und wenn ihr das Grüne hier wieder rausmacht, sind die Markierungen weg. Finde ich ultra praktisch. Also wirklich, das macht es um einiges einfacher, weil ich so dann den ganzen Schmarrn nicht die ganze Zeit sehen muss. Aber ja, Leute, dann düse ich jetzt zu den Lagern, hol mir Lehm und dann sehen wir uns gleich wieder. Okidoki, dann bin ich wieder daheim von meinem Farmtrip. Ich habe jetzt genau 20 Lehm gefarmt. Und was haben wir denn für das Baulager noch gebraucht? Wie hieß es denn? Bauwerkstatt. Dickes Seil und Holzplatten. Gut. Ich hoffe, dass Sarah die Holzplatten fertig hat. Oh ja, 152 hat sie schon gemacht. Easy peasy, du kannst eigentlich aufhören. Beziehungsweise nehme ich ihr den Auftrag mal ganz kurz weg. Das hier kann geixt werden. Super, danke Sarah für deine Hilfe. Dann brauchen wir noch dickes Seil. Wo ist denn das? Hier. Cool, und dann können wir tatsächlich. Oh, wir könnten auch schon einen Hühnerstall bauen. Ja, bauen wir den gleich. Und danach bauen wir eben unsere Bauwerkstatt. Oh, dafür benötigen wir noch Stein. Ist aber auch kein Problem. Haben wir auch da genug sogar. Bauwerkstatt. E. Ja, sehr schön. Der Hühnerstall dient zum Züchten von Truthähnen. Um Truthähne zu züchten, muss ein junger Truthahn mittels einer kleinen Falle eingefangen werden. Das ist überhaupt kein Thema. Ich denke, das kriegen wir hin. Die Frage ist nur, oh, der ist ja ganz schön groß. Wo stellen wir unseren Hühnerstall hin? Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Eigentlich bräuchte man dann vielleicht so ein extra Häuschen, wo man sich so Ställe reinbaut. Ich glaube, das fände ich irgendwie cooler. Oder wir stellen ihn hier so ein bisschen in den Wald, wenn das irgendwie geht. Aber ich glaube, ist das machbar oder nicht? Nee, schade. Hier hätte man ihn hinstellen können, aber das ist doch auch blöd. Ja, Leute, wo sollen wir denn unseren Stall hinstellen? Vielleicht hier so? Ich mach's jetzt einfach. Cool. Wir haben einen Hühnerstall. Was können wir denn da jetzt machen? Ah, Futterplan einstellen. Nach Zuteilung eines Betreuers wird er die Tiere mit Wasser und Futter versorgen, Erträge einholen und bei der Überschreitung der unten genannten Kapazität mit dem Schlachten beginnen. Bitte wähle aus, mit welcher Art von Nahrung der Betreuer die Tiere füttern soll. Tja, kann ja eigentlich alles erstmal bleiben. Okay, ja, cool. Dann, wie sieht's denn aus? Wo ist denn unser hier?
Unsere Bauwerkstatt, die müssen wir ja auch noch platzieren. Die ist aber zum Glück recht klein. Und ach so, hatten wir nicht hier noch ein Plätzchen frei? Hier so. Ah, Mist, jetzt sehe ich nichts, wie ich es hinbaue. Machen wir es so. Ja gut, ist jetzt ein bisschen groß, aber macht nichts. Falle, kleine Falle. Wir brauchen Lehm. Na toll. Gut, also, dann gehen wir halt wieder auf Lehmsuche. Was für ein Schissel. Vor allem, weil ich ja nicht weiß, wo ich Lehm sonst herbekomme. Also wie gesagt, wenn ihr da einen Tipp habt, wo und wie ich es abbauen kann, dann bitte ganz schnell in die Kommentare damit. So, kommst du auch? Oh, keine Ausdauer mehr, na komm. Passt. Wo ist dein Eimer? Schauen wir mal, wie viel Lehm drinnen ist. 4 Stück. Ach Gott im Himmel. Dann muss ich tatsächlich leider alle Lager wieder abklappern. Es hilft ja nichts. Ich bin zurück mit viel Lehm. Gucken wir mal rein. Und ich brauche eine Falle. Kleine Falle herstellen. Mach mal. Cool. Ich denke, einen Köder haben wir auf jeden Fall dabei. Hätte ich jetzt gesagt. Dann müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir das mit dem Wasser machen. Ob das reicht, wenn man einen Wasserkrug da irgendwie reinlegt für die Tiere. Da gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier die kleine Falle. Die packen wir uns ins Inventar und ziehen sie mal hier drauf. Und dann hätte ich jetzt gesagt, wie sieht denn die aus? Die kann ich einfach so platzieren. Okay, gucken wir mal. Eigentlich sind ja hier überall irgendwelche Truthähne in der Nähe. Ach, eine Kokosnusskrabbe. Ja, die braucht man nicht. Aber da hinten habe ich vorher ein Truthahnbaby gesehen. Wenn es nicht weggedüst ist. Ich weiß halt jetzt nicht, in welcher Range man die aufstellt. Aber vielleicht einfach so, dass es uns nicht hört. Kann doch sein. Also das würde zumindest, glaube ich, Sinn machen. Irgendwie. Aha. Da unten ist der Truthahn, der Kleine. Wo ist die Falle? Oh, er hat uns fast gehört. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Beziehungsweise er hat uns gehört, aber noch nicht gesehen. Naja, wurscht. Ich platziere die jetzt einfach mal da. Ach so. Muss ich da jetzt irgendwas reintun? Wildfrucht? Nee. Maissaat? Gut, geht auch nicht. Was kann man denn da reintun? Nüsse? Nüsse gehen rein. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt einfach mal so. Und gehen zum Wasser runter, beziehungsweise wartet mal, ich könnte mir ja mal kurz hier irgendwie eine Markierung setzen. Machen wir einfach mal das in Rot. Dann weiß ich, dass da die Falle ist. Apropos Falle, wir gehen jetzt mal schnell zum Wasser, füllen die Behälter auf und gucken nach der Fischfalle. Die habe ich gestern, glaube ich, platziert und war seitdem nicht mehr wieder da. Ich glaube, dass ich sie hier hingestellt habe. Ah ja, da unten ist sie. Wunderbar. Mal schauen, ob irgendwas drinnen ist. Das wäre richtig cool. Wasser entnehmen. Sind die Behälter auch wieder voll? Ja, super. Okay, und jetzt? Also es sieht so aus, als wären keine Fische drin. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt hier am Meer überhaupt geht. Vielleicht dauert das aber auch ein bisschen. Keine Ahnung. Wenn ihr wisst, ob das hier funktioniert, dann sagt mir Bescheid. Und was machen wir denn jetzt in der Zwischenzeit? Umgebungsgift, was ist denn das? Leute, wisst ihr, was Umgebungsgift ist? Wo kommt denn das jetzt her? Seht ihr das da oben rechts? Wartet mal, ich gehe mal hier so hin, dann sieht man es besser. Umgebungsgift. Habe ich noch nie gesehen davor. Naja, wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Und dann kann ich mal meine ganzen Sachen eigentlich leer machen, weil mein Inventar ist auch schon wieder fast voll. Und wenn wir das gemacht haben, dann gucken wir mal, ob sich schon was getan hat in Sachen Falle.
Hier kommen mal die Wasserkrüge rein und die Suppe kann da auch rein. Was habe ich denn hier alles für Zeug drin? Die Kartoffeln wollte ich behalten. Geröstete Kartoffel, gerösteter Mais. Das ist bereits voll. Dann packen wir es jetzt ins Leuchtfeuer. So wie das auch. Das kann da auch alles rein. Das gehört eigentlich da nicht rein. Das kann wieder raus. Dann mach mal gebratenes Fleisch. Und dann tun wir das mal hier rein. Und den Rest kann ich mir eigentlich mal hier behalten. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis die Falle voll ist oder ob da jetzt überhaupt jemand reingeht. Wir können ja mal ganz vorsichtig nachschauen gehen, ob sich da schon was getan hat. Es wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Wo war sie denn? Ich glaube, irgendwo da hinten. Ist natürlich auch blöd, dass das verfällt, ne? Da war sie doch und da liegt sie. Ist wer rein? Nee, ist keiner rein? Ja, blöd. Das ist jetzt blöd, Leute. Dafür brauche ich nämlich auch wieder Lehm. Ich brauche unbedingt Lehm. Es muss doch eine Möglichkeit geben, den abzubauen, ohne dass ich jedes Mal diese Lager da abgrasen muss. Ich weiß jetzt aber nicht, wenn ich hier Lehm eingebe. Töpfertisch. Düngeeimer. Wir können ja mal zum Töpfertisch hinschauen, ob ich da irgendwas machen kann. Aber soweit ich gesehen habe, kann ich da keinen Lehm machen, sondern eben halt nur töpfern. Hier ist der Töpfertisch. Ja, genau. Kann ich nichts machen. Ja, Leute, ich muss unbedingt wissen, wo ich Lehm herbekomme. Jetzt sage ich es zum fünften Mal. Okay, na gut, das ist ja jetzt total bescheuert, dass wir das jetzt nicht hingekriegt haben mit dem Tier. Das nervt mich ein bisschen, aber kann man natürlich nicht ändern. Was ist denn da hinten? Was ist denn das für ein Viech? Ach, das ist auch. Ach so, Leute, hier ist auch so ein Truthahn mit oder ohne Baby. Ach, nicht genügend Maskenenergie. Der ist ohne. Nein, da ist sogar ein Baby. Okay, ich glaube, das ist vielleicht in unserem Radius. Okay. Blöd, dass ich jetzt wieder Lehm brauche, um diese Falle zu reparieren. Mist. Ja, Leute, ich kann doch den Part nicht einfach so stehen lassen. Deswegen reparieren wir jetzt unsere kleine Falle und tun wir sie demontieren. Wie beschädigte Objekte? Ach so, jetzt geht sie wieder. Ich möchte sie. Hallo, Junge? Demontieren, please. Ah, jetzt hat. Okay, dann nehmen wir die Nüsse mit. Wo ist die Falle? Hier. Düsen zu dem Platz, wo wir jetzt die anderen Truthähne gesehen haben. Und platzieren sie dann da, in der Hoffnung, dass das Leuchtfeuer bis dahin reicht. Und dann hoffen wir, dass uns dann doch noch ein kleiner Truthahn in die Falle geht. So, die Stelle war da hinten. Komm schon, lass es einfach reichen, please. Ah, genau, hier ist ein Truthahn. Zwei. Das Leuchtfeuer geht bis da. Dann stellen wir das doch einfach mal dahin. Und tun wieder die Nüsse rein. Okay, Schutz ist aktiv. Dann würde ich sagen, warten wir jetzt mal hier ab. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt sehen können, wenn sie umfällt. Oder ob da jetzt überhaupt ein Truthahn reingeht. Ich bin ja gespannt. Hey, wo ist die Falle hin? Ah, sie ist zu. Leute, ist da was drin? Hä? Ich raff's nicht. Und jetzt muss man sie wieder reparieren. Muss ich sie jetzt jedes Mal reparieren, wenn sie umgefallen ist oder wie?
Das verstehe ich einfach nicht. Ja gut, Leute, aber dann beende ich den Part jetzt tatsächlich. Wie gesagt, schreibt mir bitte in die Kommentare, wo ich vielleicht mehr Leben auf einmal herbekomme. Und dann würde ich sagen, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen in alter Frische. Und ich hoffe, dann schaffen wir es auch endlich, einen Truthahn zu fangen. Also Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Genießt das EM-Spiel heute. Schauen wir mal, wer gewinnt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, ob Deutschland oder Schottland. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Baba!